Das Motto lautet eigentlich Louder than Hell. Doch in den vergangenen Tagen fiel so viel Regen im kleinen Ort Wacken in Schleswig-Holstein, dass womöglich jegliches Höllenfeuer damit hätte gelöscht werden können. Zumindest aber sorgt das Wasser vom Himmel für höllisch viel Chaos, denn das größte Metal-Music-Festival der Welt versinkt buchstäblich im Schlamm. So tief, dass zunächst Campingplätze nicht passierbar waren und die Veranstalter die Fans baten, die Anreise erstmal aufzuschieben. Über den Schlamassel von Wacken, Carsten Salzwedel. Camping ist ja immer ein bisschen Abenteuer. Da ist man draußen und mit der Natur noch ein bisschen mehr verbunden. In Wacken bedeutet das dieses Jahr eine Verbindung von und mit Erde und Wasser. Man muss aber eigentlich nur damit umgehen können. Trinken, trinken, trinken! Trinken, Gummistiefel! Das ist unser Mittel. Immer wieder schöpfen, schöpfen, schöpfen. Zwei Eimer schöpfen, trinken, barfuß, Sockenschuhe. Dass sie es überhaupt hierher geschafft haben, Glück. Oder eine frühe Anreise. Denn gestern Abend haben die Wacken-Veranstalter einen Anreisestopp verhängt. Zunächst vorübergehend, weil wegen Regen und Matsch nicht alle Campingplätze befahrbar sind. Und das führt rund um das 2000-Einwohner-Dorf in Schleswig-Holstein zu kilometerlangen Staus. Schlecht geschlafen haben wir, glaube ich, alle. Ja. Manche mehr, manche weniger. Stimmung ist aber eigentlich noch ganz okay. Wir vermuten, dass wir heute noch raufkommen, aber Frage ist halt, wann heute? Ja. Also Anfang des Tages dachten wir, vor Mitternacht wird's nicht. Jetzt haben wir uns einiges bewegt, also vielleicht früher. Schon die Anreise zum Metal-Festival also ein Abenteuer. Mit schwerem Gerät und Rindenmulch sollen die Plätze wieder befahrbar gemacht werden. Das hilft nicht jedem. Die einen brauchen Hilfe, die anderen Anlauf. Eigentlich wollten die Veranstalter stündlich informieren, ob der Anreisestopp aufgehoben wird. Draußen vor den Zäunen des Festivals steigt der Frust. Das ist schade und ich hoffe, die Veranstalter bekommen dann trotzdem Lösungen hin für Kartenerstattung oder für das nächste Jahr. Tut uns natürlich leid. Du kannst mal gerade gucken, hier die Jungs hier drüben, von denen kommt keiner mehr auf den Platz drauf. Da oben ist keine Chance mehr. Chaos hoch 10. Also Chaos. Schlecht vorbereitet, behaupte ich jetzt mal. Dann am späten Nachmittag die Meldung vom Veranstalter. Wer es bis jetzt nicht nach Wacken geschafft hat, soll umdrehen. Kein Reinkommen mehr. Bis heute Abend sind 30.000 Fans angereist, sagt die Polizei. Normalerweise sind es weit mehr als doppelt so viel. So eine Situation haben wir alle noch nie erlebt. Und deswegen muss man so eine Entscheidung auch sehr sorgfältig prüfen und begründen, um sie dann auch schrittweise umzusetzen. Das Abenteuer Wacken. Dieses Jahr wird es für viele Metal-Fans wohl kein Abenteuer sein. Nur wer zu Fuß kommt, darf noch hin. Und aus Wacken meldet sich jetzt unsere Kollegin Lisa Knittel. Lisa, was bedeutet das alles denn jetzt für das Festival? Ja, für das Bühnenprogramm, für die eigentlichen großen Musikshows bedeutet das erstmal keine Änderung. Trotz der widrigen Umstände plant der Veranstalter ganz normal Wacken 2023 morgen zur Eröffnung mit der Erstürmung des Holy Grounds. Das ist der Moment, wenn die Wacken-Fans Anlauf nehmen und in den Bereich vor den großen Hauptbühnen rennen. Das ist immer ein Riesen-Act und das könnte in diesem Jahr extremst schlammig ausfallen. Wir sehen das jetzt hier alleine abends auf dem Campingplatz, also wir stehen wirklich knöcheltief im Schlamm. Sowas kennen wir auch nicht am Tag, bevor Wacken überhaupt anfängt. Aber natürlich hat das Ganze Auswirkungen nicht nur auf die Bilder, sondern auch auf die Zahl der Metalheads, die überhaupt hierher kommen. 33.000 sollen bis heute Abend angereist sein. Nach Schätzung der Polizei 15.000 weitere standen allein in den umliegenden Straßen im Stau. Das wären dann 48.000, die überhaupt es geschafft haben hierher. Nur halb so viele, wie Tickets verkauft wurden. Man muss also eng zusammenrücken auf den Campingplätzen und es könnten ein paar Metalheads weniger vor den Bühnen stehen. Lisa, vielen Dank für diese schlammigen Eindrücke aus Wacken. Ja, und schlammig und nass ist es aber nicht nur hier im hohen Norden, sondern auch sonst, Claudia, oder? Ja, Ingo, es hat überall heute erstmal kräftig geregnet. Dann kamen noch zum Teil starke Schauer dazu. Das wird auch die nächsten Tage so weitergehen. Und man sieht sehr schön auf dem Satellitenfilm einmal eine abziehende Front. Das sind diese dichten Wolken über Polen. Dann bei uns viele Schauerwolken. Weihenstephan, einen heftigen Schauer gab es dort und Gewitter und damit auch eine orkanartige Böe. Am Bostalsee fielen in 24 Stunden 53 Liter pro Quadratmeter. Und morgen gibt es dann im Laufe des Nachmittags auch wieder Schauer und Gewitter. Und gegen
Spätnachmittag, Abend wird der Wind auch ordentlich auffrischen. Was bedeutet, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, aber auch Rheinland-Pfalz, das Saarland bekommen 60 bis 80 Kilometer pro Stunde Böen ab. Das heißt, im Zusammenhang mit Gewittern können so starke Böen auftreten. Da wird es stürmisch. Auf dem Feldberg im Schwarzwald, da sind sogar Orkanböen möglich. Jetzt in der Nacht ist es erst einmal ruhig, die Schauer ziehen nach Osten ab, dahinter lockert es auf, dann sind auch häufiger mal die Sterne zu sehen. Aus Südwesten kommen dann gegen morgen früh neue Wolken mit Regen, das ist Regen einer Warmfront, und im Laufe des Nachmittags wird das Ganze dann wieder in Schauer- und Gewitterwetter übergehen. Von Westen lockert es auf, aber bei diesen Gewittern kann es eben sehr starke stürmische und auf den Bergen, vor allen Dingen im Schwarzwald, auch Orkanböen geben. Die Bäume sind dicht belaubt und die Böden sehr nass und weich, das heißt Wälder und alle Parks und sowas auf jeden Fall meiden, wenn Schauer und Gewitter aufziehen. Die Temperaturen morgen früh liegen meist bei Werten zwischen 11 und 17 Grad. Morgen Nachmittag dann Höchstwerte von bis zu 27, 28 Grad am Alpenrand. Die nächsten Tage Schauer und Gewitter, sowohl am Donnerstag als auch am Freitag. Da wird sich nicht viel dran ändern. Claudia, vielen Dank für diese Aussichten.